Hi, in dieser Woche befassen wir uns mit der Hinführung zum zentralen Thema dieses Seminars, nämlich der Kultur der Digitalität. Und um das ein bisschen alltagsverständlich oder alltagsnäher zu betrachten, schauen wir zunächst auf die Kultur oder eine Kultur des Teilens. Denn das Internet macht es sehr leicht, Inhalte auf schnellem und sehr einfachem Wege auszutauschen, untereinander zu tauschen, zu teilen, zu kopieren, zu vermehren, zu verbreiten. Wenn man so in die frühen 2000er Jahre zurückblickt, dann stellt man fest, dass das dort stattgefunden hat, ganz stark mit Musik, mit Filmen auf, nicht ganz sauberen Tauschbörsen. Und über die letzten Jahre hin wurde dieser Bereich immer mehr kommerzialisiert. Das heißt, heute ist es dank Streamingdienste ein leichtes, sehr schnell auf solche Inhalte zurückzugreifen, die dann natürlich aber auch entsprechend bezahlt werden müssen. Im Bildungsbereich findet gerade so ein bisschen das statt, was früher stattgefunden hat in diesem Unterhaltungsmedienbereich, nämlich dass Material geteilt wird und über bestimmte Plattformen zur Verfügung gestellt wird. Allerdings mit dem kleinen, feinen, aber nicht weniger wichtigen Unterschied, dass es sich hierbei um eine gewollte Verbreitung handelt. Ja, also die UrheberInnen dieses Materials wollen, dass ihr Material von anderen Leuten genutzt und weiterverbreitet wird. Und genau darüber wollen wir sprechen. Was das für Implikationen hat, wenn ich mein eigenes Bildungsmaterial anderen zur Verfügung stelle, dass andere Personen damit arbeiten können und was ich vielleicht dann auch davon habe. Ja, also ich kann dieses Material natürlich bereitstellen. Das wird inzwischen so viel, dass ich Plattformen, also wieder algorithmisierte Mechanismen brauche, um das zu sortieren und zu filtern. Und ich kann dann aber auch dieses Material verändern. Das heißt, ich referenziere letzten Endes auf die Originalquelle, weil das einfach sich so gehört. In der Wissenschaft haben wir das auch. Wenn wir irgendjemanden zitieren, sagen wir immer, woher wir dieses Zitat jeweils haben. Und natürlich kann ich dann dieses von mir neu erstellte Material auch wieder weitergeben. Das heißt, ich teile es und dadurch entsteht sowas wie eine Community oder eine Gemeinschaft, die untereinander eben dieses Material austauscht. Und genau diese drei Dinge, eine Algorithmisierung dieses Phänomens, eine Referenzialität dieses Phänomens und auch die Gemeinschaftlichkeit dieses Phänomens, sind die drei Grundpfeiler der Kultur der Digitalität, wie sie Felix Stalder definiert hat oder postuliert. Damit werden wir uns das nächste Mal befassen. Dieses Mal, diese Woche sind wir oder bleiben wir noch in diesem etwas alltagsnahen Bereich und schauen mal genau, wie dieses Teilen im Internet funktioniert im Bereich der Bildung oder der Schulen. Und auch dazu gibt es ein bisschen Material umfangreicher Art und Weise zum Anhören dieses Mal. Auch hier nehmt euch vielleicht einen Stift und einen Zettel mit, während ihr diese Podcast-Folgen anhört, um euch währenddessen schon erste Gedanken und Ideen aufzuschreiben, die euch dabei kommen. Und dann sprechen wir in der nächsten Sitzung darüber. Und hier sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.